Zurück bei Explosiv am Donnerstag. Sein Gehirn war über mehrere Wochen freigelegt, Teile der Schädeldecke eingefroren. Was für eine gruselige Geschichte, die Kyle erlebt hat. Und sie wird auch nicht weniger gruselig, wenn man alle Details erfährt. Und dass es überhaupt so weit kommen konnte, daran war eine ziemlich banale Situation schuld. Daniela Hoffmann und Herbert Thiele berichten. Er lag mehr als 3 Wochen im künstlichen Koma. Mit nur 10% seines Schädelknochens. Er lag mit blankem Gehirn gefesselt an das Krankenbett. Mein erster Gedanke, als ich aus dem Koma erwacht war, ich bin in der Hölle. Meine Arme und Beine waren ans Bett gefesselt. Dass dieser Mann überhaupt noch lebt, ist fast ein Wunder, denn seine Überlebenschancen standen bei 5%. Es war schlimm mit anzusehen, das ganze Blut überall, das Wissen darum, dass er eine Schädelverletzung hat, dass er so stark verletzt ist. Als Eltern möchten sie ihr Kind nicht in diesem Zustand sehen, wirklich. Das sind die letzten Bilder, an die sich Kyle Johnson noch erinnern kann. Danach froren Spezialisten in diesem Kühlfach seine Schädeldecke ein. 3 Wochen lang lebte Kyle Johnson ohne den Großteil seiner Schädeldecke. Ogden im Bundesstaat Utah in den Vereinigten Staaten von Amerika. Kyle lebt. Das ist das, was zählt. Und ihm geht es eigentlich ganz gut, außer den Tabletten, die er täglich einnehmen muss. Denn er leidet doch noch stark unter den ganzen Nachwirkungen des Unfalls. Die Medizin, die ich nehme, ist gegen die Schmerzen. Außerdem nehme ich manchmal Schlaftabletten. Als ich im Krankenhaus abends einschlafen sollte, hatte ich furchtbare Angst, dass ich nicht mehr aufwache. Dass Kyle mit uns sprechen kann, hören, riechen, lachen, weinen, laufen und Empfindungen hat wie jeder normale Mensch auch, ist fast ein kleines Wunder. Denn die Ärzte gaben ihm noch vor 4 Monaten bloß eine 5%ige Überlebenschance. Es passierte am Abend des 2. Juni, 8:30 war es. Hier hatte Kyle den Unfall. Sein Freund Mike fuhr hinter ihm im Auto mit 40 km/h, als Kyle mit dem Skateboard losfuhr. Hier drehte er sich und verlor komplett die Kontrolle. Und dann schlug er mit dem Kopf und dem Rücken hier auf der Straße auf. Mike verständigte den Notarzt, der schnell kam. Doch als die Sanitäter Kyle helfen wollten, schlug er wie wild um sich, erinnert sich auch sein Vater, der kurz nach dem Unfall dazukam. Kyle lag auf dem Boden in einer riesigen Blutlache. Er wehrte sich gegen die Sanitäter, schlug wie wild um sich. 3 Mann waren nötig, ihn auf dem Boden zu halten und ihn zu beruhigen. Als sie mich auf die Liege legten, griff einer der Sanitäter unter meinen Kopf. Für ihn war es so, als würde er in einen Schwamm greifen, hat er mir erzählt. Mein Schädelknochen war gebrochen. Er hat mir ins Gehirn gegriffen. Kyle wird ins nahegelegene Krankenhaus eingeliefert, Abteilung Neurochirurgie. Seine Überlebenschancen stehen da bei 5%. Die Ärzte stellen fest, sein Schädel ist an 20 verschiedenen Stellen gebrochen. Nach einer speziellen Untersuchung erkennt der Neurochirurg, dass Kyles Gehirn immer weiter anschwillt. Bis auf das Dreifache seiner ursprünglichen Größe. Die Spezialisten entfernen 2 riesige Teile des zerborstenen Knochens. Wir ließen nur ein kleines Stück seines Schädelknochens übrig. Den Rest hier und auch auf der anderen Seite haben wir entfernen müssen. Das hier war auch der Teil, der in so viele Teile zerbrochen war und den wir zuerst zusammensetzen mussten. Nachdem wir den Knochen entfernt hatten, schlossen wir die Haut über dem Gehirn. Was dann folgt, hört sich an wie aus einem Film. Ein Hubschrauber transportiert den entnommenen Schädelknochen in ein Institut, wo verschiedene Knochenteile und Gewebeproben aufbewahrt werden. Kyles Knochen liegen hier 3 Wochen lang bei minus 76 Grad auf Eis. Hier in solchen Tüten haben wir den Knochen aufbewahrt. In einer solchen Tüte. Jeder bekommt eine spezielle Nummer und kann dann länger eingefroren werden. Nach 3 Wochen ist Kyles Gehirn wieder abgeschwollen. Und dann das Wunder. Die Ärzte holen Kyle aus dem künstlichen Koma zurück. Kyle muss wieder laufen lernen und auch sprechen. Das liegt nun schon 3 Monate zurück. Der 25-jährige Skater ist ohne Helm verunglückt. Daher macht er jetzt auf sein Schicksal aufmerksam und spricht Jugendliche in den Skaterparks an. Was ich euch sagen wollte, Jungs, tragt einen Helm. Das ist wichtig, wirklich. Das sieht doch albern aus, antworten die Jugendlichen. Albern? Sieht das auch albern aus? Oder das? Ich sage euch, es ist albern, mit 25 Jahren noch mal laufen lernen zu müssen. Das ist albern. Relearning to walk at age 25, does that look stupid? I think it does, you know, it is. That's stupid.
Auf ein Skateboard will sich der ehemalige Kundenbetreuer einer Fluglinie nicht mehr stellen. Allerdings will er diesen Winter wieder snowboarden, mit seinem Kumpel Mike und natürlich nur noch mit Helm. Denn Kyle Johnson lebte wegen eines Skateboardunfalls, den er ohne Helm hatte, 3 Wochen lang fast komplett ohne Schädelknochen.